Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind bereits in Teil 5 einer Serie über die Zeitplanung. Ich habe es genannt, die Sache mit der Zeitplanung, weil es hier auch viele Dinge gibt in Büchern, die mehr sich ausrichten auf Verkauf von irgendwelchen Planungssystemen, statt sich mit der Zeit selber zu beschäftigen und dann abzuleiten, wie man plant. Wir haben in den anderen Teilen gesehen, dass Zeit zwei Dimensionen hat, nämlich einmal eine quantitative und zum anderen eine qualitative. So, und das Thema dieses Videos heißt Taktung und Schwankung. Taktung können wir der quantitativen Dimension der Zeit zuordnen und Schwankungen können wir der qualitativen Dimension der Zeit zuordnen. Was heißt das? Sie machen eine Taktung, indem Sie sagen, dass Sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine gewisse Zeiteinheit, das ist quantitativ, einsetzen, um an Ihrem Ziel zu arbeiten. Ich spreche natürlich hier immer von der Vorbereitungsphase auf Prüfungen, Betriebswirt-IHK, technischer Betriebswirt, Wirtschaftsfachwirt und so weiter. So, das ist Ihre Taktung. Ja, eine gewisse Zeiteinheit, naja, jeden Tag ist so eine Sache, ne? Jeden Tag schafft man nicht, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, eine gewisse Zeiteinheit pro Tag oder jeden zweiten Tag investieren. Das ist die Taktung. Horizontal. Und das ist die horizontale Komponente Ihrer Zeitplanung. Die Schwankung ist die vertikale, das ist Ihre Leistung. Ja, und Ihre Leistung unterliegt Schwankungen. Man nennt das auch Biorhythmus. Ja, es gibt Menschen, die haben ihre Hochphase eher morgens. Es gibt Menschen, die haben ihre Hochphase eher abends. Ich denke mal, für die allermeisten gilt das, was ich glaube schon Teil 1 gesagt habe, dass die beste Phase zum Lernen ab 4 Uhr morgens beginnt, egal ob man sich als Morgen- oder Abendmensch einordnet. Aber sicher ist auch, dass man innerhalb einer quantitativen Zeiteinheit von mir aus 20 Minuten gewissen Schwankungen unterliegt. Das meine ich mit Schwankung, das ist die vertikale Komponente. Jetzt kommt die Regel. Konstanz dominiert Leistung. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel feststellen, nehmen wir an, hier ist Ihr Leistungsniveau, ja, hier sind Sie bei 100% und hier können Sie so, wenn Sie diese Zeiteinheit wählen, etwa bei 80% relativ konstant bleiben. Relativ. Gewisse Schwankungen gibt es immer, aber relativ konstant. Wenn das die Zeiteinheit ist, von sagen wir, in 20 Minuten können Sie 80% Ihrer Leistung bringen und sagen wir mal, in 15 Minuten können Sie 90% Ihrer Leistung bringen, aber diese 80% können Sie konstant erbringen, dann gilt die Formel Konstanz dominiert Leistung. Es ist besser, auf einem niedrigeren Leistungsniveau konstant zu arbeiten, als auf einem höheren Leistungsniveau und dann abzubrechen, dann aufzuhören, dann die Regelmäßigkeit zu verletzen. Das ist eine extrem wichtige Regel im Rahmen der Zeitplanung. Konstanz dominiert Leistung. Bleiben Sie lieber auf einem niedrigeren Niveau regelmäßig, als dass Sie ein höheres Niveau anstreben und sagen, heute rechne ich mal 5 IHK-Aufgaben und ich bin so fit und jetzt so frisch und so motiviert und so weiter. 5 Aufgaben, hurra und so weiter. Als wenn Sie sagen, ich rechne 2 Aufgaben
und schafft das aber in Konstanz. Schafft das über einen langen Zeitraum. Konstanz bedeutet Reproduktion über einen langen Zeitraum. Das ist Konstanz. Ja? Reproduktion eines bestimmten Leistungsniveaus, von mir aus nur 80%, von mir aus nur 2 IHK-Aufgaben, die Sie durcharbeiten, aber über langen Zeitraum. Die Reproduktion einer Leistung oder auch eine Leistungsproduktion, kann man auch sagen, über einen langen Zeitraum. Das ist Konstanz. Eine Leistungsproduktion über einen langen Zeitraum. Und da gehen Sie mit Ihrer Leistung lieber runter, um den langen Zeitraum zu erreichen. Ja? Also Sie reduzieren lieber hier, wenn hier L ist, Ihr L, also vertikal Ihr Leistungsniveau, und hier ist D, die Dauer, ja, also das, was ich genannt habe, Taktung, das ist hier die Taktung. Und hier bei Leistung haben Sie immer eine Schwankung. So, dann gehen Sie lieber mit dem Leistungsniveau runter und wählen die Taktung, die Sie auf einem niedrigeren Leistungsniveau konstant hält. Das ist die Formel. Das ist die Erkenntnis, die Sie brauchen für eine Prüfungsvorbereitung und im Prinzip generell für jedes Ziel, das man erreichen will. Konstanz dominiert Leistung. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.